Schon haben wir den Salat, die ersten Tropfen kommen schon. Probier heute mal eine neue App aus. Die GPS-Spur aufzeichnet von der Strecke, die ich hier fahre, und dann angeblich so ein schönes, cooles 3D-Video rausrendern kann. Ach, jetzt muss ich wieder aufpassen bei Aufsteigen. Ich sag, heute ist das Top-Case auf der BMW. Weil ich so langsam, aber sicher so in Richtung Reisefähigkeit trimmen möchte. Oh je, das Wetter sieht nicht gut her dahinter. Michael ist mit dem Fahrrad in die Kellerbar gefahren. Ich glaube, die werden wir heute mal holen müssen. Okay, düsen wir los. Ja, da rechts oben wäre es noch schön blau. Aber da links hinten, gerade da, wo die Kellerbar ist, da zieht es ein bisschen düster zusammen. Bin ich mal gespannt. Der Fahrradfahrer hat mich jetzt voll verwirrend angeguckt. Der hat sich jetzt gedacht, hä, der gestikuliert am Motorrad, sitzt alleine. Der denkt sich, ja, der spinnt. Ich kann übrigens auch ein kleines Fazit zur BMW hier geben. Wir haben letztes Wochenende, weil das Lenkkopflager leicht Spiel hatte, habe ich, die Dinger sind nicht teuer, bevor wir die große Tour am Monatsende starten, wollte ich unbedingt, dass wirklich alles top ist. Jetzt ist das Lenkkopflager, haben wir letztes Wochenende getauscht. Das ging ganz flott, 2,5 Stunden, ganz gemütlich, also ohne Stress. Und jetzt warte ich noch, Hinterreifen habe ich noch bestellt. Ich glaube, der Hinterreifen wird zwar noch so lange halten, aber ich möchte ja nicht irgendwo in England feststellen, dass es mir doch nicht mehr reicht. Also ich beim Chris noch einen Hinterreifen bestellt. Der Vorderreifen ist noch absolut top, der sieht neuwertig aus. Und einen Kettensatz möchte ich noch wechseln, auch den noch frisch machen. Und ansonsten, ja, ich bin jetzt 2000 Kilometer mit der Kleinen hier gefahren und muss sagen, das Schätzchen gefällt mir unheimlich gut. Es ist tatsächlich wesentlich laufruhiger. Der Spritverbrauch hat sich eingependelt, wenn ich ein bisschen Spaß haben will, bei 3,7 bis 3,8 Liter. Und weil ich einfach so ein bisschen vor mich hinguck und in die Gegend schaue, mit maximal 120 km/h, dann sind auch 3,5 Liter kein Problem. Das kann man schaffen, wenn man sich ein bisschen am Riemen reißt. Was mir sehr gefällt, sind so die kleinen Dinge, zum Beispiel, dass ich eine Uhr habe, eine kleine Digitaluhr, das ist eine nette Sache. Die Griffheizung nach wie vor, mein Feedback dazu, es ist ein nettes Gimmick, aber ganz ehrlich, bis jetzt hatte ich da nicht so den Bedarf. Gibt natürlich auch zwei Nachteile, die BMW hat gegenüber der Pegaso. Was mir nicht gefällt, ist die Sitzbank. Die war auf einer der längeren Touren, die ich gemacht habe, wo ich mal am Stück 500 Kilometer gefahren bin. Da hat mir dann hinterher das Steißbein wehgetan. Also das hatte ich an der Pegaso nicht. Pegaso war ein klarer Fall von 7 Stunden am Stück fahren. Macht im Hintern einfach gar nichts aus. Das ist hier nicht so. Also hier sind nach 3-4 Stunden, fängt man schon an, so hin und her zu rutschen. Da werde ich mal schauen, ob ich da mit einem Luftpolster, da gibt es extra so Sitzluftpolster für auf den Sitz drauf, ob ich das Ganze damit ein bisschen verbessern kann. Ich hoffe so, ansonsten muss die Sitzbank runter und eine andere. Und die zweite Sache, die ich ein bisschen schade finde, ist die Sitzhöhe. Die Pegaso war höher, also auch der Winkel von Oberschenkel zu Unterschenkel, der ist jetzt etwas steiler als vorher. Vorher war der flacher, der Winkel. Und das hat es auf längeren Fahrten einfach ein bisschen bequemer gemacht. Also das, was ich hier an Agilität durch den tieferen Schwerpunkt und so weiter gewonnen habe, das fehlt jetzt ein bisschen am Fahrkomfort von der Sitzposition her. Aber da lässt sich ja noch einiges tunen.
glaube, das sieht wirklich nicht gut aus, zwecks Regen für den Michaela. Das sieht gar nicht gut aus. Gefühlt hätte ich gesagt, dauert es noch maximal eine Stunde, dann pisst. Das nenne ich mal einen Windschaden. Da ist ganz schön was im Feld umgefallen, ja. Es ist aber jetzt gerade auch, es ist wahnsinnig windig. So ein richtig kleiner Temperatursturz war das jetzt. Heute Nachmittag war es extrem schwül und heiß. Und jetzt hat die Temperatur ganz schön nachgelassen. Und der Wind fängt an. Das hatten wir gestern auch. Und dieser Temperatursturz und der aufkommende Wind war dann in einer halben Stunde gefolgt von schwerstem Regen und Hagel. Für eine halbe Stunde, dann war es wieder gut, aber für eine halbe Stunde meinte man, die Welt geht unter. Das hoffe ich, bleibt mir heute erspart, aber ich kann mich ja noch relativ schnell irgendwo hinretten. Ich hoffe vor allem, der Michaela bleibt es erspart. Wuff, wuff, ja, gegen mich hast du keine Chance. An dem Fahrrad auf großer Vogelweide. Da kommt man nicht so schnell weg, wenn man weg möchte oder muss, soll, darf, kann. Und schon haben wir den Salat, die ersten Tropfen kommen schon. Jetzt fahre ich mal die Strecke ab, die Michaela eigentlich fahren wollte. Ja, vielleicht erwische ich sie, ja. Aber vor allem nervt mich diese Kröte hier von mir. Das ist ja auch eine Kreuzung, wo sehr oft Sand und Schmutz auf der Fahrbahn liegt. Mal ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man nicht hingucken kann, dann im Zweifel einfach mal mit. Da seht ihr, was da Dreck liegt. Und der ist halt auch manchmal auf der Fahrbahn. Ja, vielleicht, ja, wobei sie kann das Rad jetzt auch nicht irgendwo unterwegs stehen lassen. Ja, der Mofa-Rocker will jetzt auch rein, wenn es regnet.